In den vergangenen Wochen sind Hunderte von Menschen aus dieser Stadt Berlin nach Moabit gegangen, zum Landesamt für Gesundheit und Soziales, und haben dort Hunderte von Flüchtlingen, die dort auf ihre Registrierung warten, mit Lebensmitteln versorgt. Sie haben mit diesen Menschen gesprochen und sie haben dafür Sorge getragen, dass sich die schwierige Situation dort schnell deeskaliert hat. Die Wochenzeitschrift Die Zeit hat das einen zivilgesellschaftlichen Gänsehautmoment genannt. Diese Menschen in Berlin-Moabit stehen für viele, viele andere Menschen in diesem Land, die sich flächendeckend um und für die Menschen bemühen, die hier eine Heimat suchen, nachdem sie Furchtbares erlebt haben. Sie lernen mit ihnen gemeinsam Deutsch, sie kochen gemeinsam mit ihnen, sie begleiten sie zu den entsprechenden Behörden, sie bringen Kinder zur Schule, sie sammeln Spenden. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Ihnen allen, die Sie dafür sorgen, dass Deutschland ein freundliches und humanitäres, menschenzugewandtes Gesicht hat.